Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Risen 2 in einer neuen Aufnahmesession. Wir wollten das Gewehr finden und Tag ein, Tag aus. Hatten eigentlich, ne, wir sollten eigentlich Martinez, sollten wir doch befragen, oder? Ich weiß es nicht, letzte Aufnahmesession ist schon ein bisschen her. Martinez war auch in der Nacht dabei. War der nicht hier vorne irgendwo? Natürlich habe ich jetzt hier ein Gewitter. Beim letzten Mal Augengewitter. Das gar nicht. Ich dachte, der wäre hier gewesen. Unwetter ist gerade, ist natürlich ein bisschen nervig, weil das so laut ist auch. Dann latschen wir halt wieder zurück. Müsste jetzt, glaube ich, irgendwo ein Camp sein, oder? Der Martinez. Wir ruhen uns hier mal aus. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Okay, Unwetter ist vorbei. Webster, Tito. Ist er doch. Hast du Bartolos Flinte? Nein, wie kommst du denn darauf? Bartolo hat sie nicht mehr. Seit diesem Abend, als ihr gesoffen habt. Ach, die Geschichte. Naja, ich hab sie jedenfalls nicht. Ich hab eh keine Verwendung für das Ding. Was ist in der Nacht passiert? Die Jungs haben sich am Feuer volllaufen lassen. Ich war nur kurz da. Bin jagen gegangen. Aber Stunden später treffe ich Eusebio im Dschungel. Völlig betrunken, lallt er was von den verdammten Wilden, denen er es jetzt mal so richtig zeigen wollte. Ich habe ihm gesagt, dass ich keinen Molukken gesehen habe, aber er meinte, Tito hätte einen gesehen. Dann ist er noch eine Weile fluchend durch das Gestrüpp und irgendwann ist er umgefallen und eingeschlafen. Das ist alles, was ich weiß. Wieso hast du keine Verwendung für Bartolos Flinte? Versteh mich nicht falsch, das ist bestimmt eine gute Flinte, wahrscheinlich die beste auf der ganzen Insel, aber sie hat kein Bajonett. Ich brauche das Ding zum Jagen. Und wenn ein Keiler auf mich zustürmt, nützt mir die tollste Flinte nichts, wenn ich ihn nicht damit aufspießen kann. Er wird mich einfach über den Haufen rennen. Deshalb kann ich mit Bartolos Flinte nichts anfangen. Alcazar schickt mich. Das kann doch nicht wahr sein, du nimmst mich auf den Arm, oder? Nein, du sollst dich mir anschließen. Wir werden Crow und seine Piraten angreifen. Puh, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Bist du bereit für den Einsatz? Immer langsam. Ich gebe ja zu, dass der normale Dienst stinklangweilig ist. Aber Crow, das wird kein Kinderspiel. Er hat eine Menge kampferprobter Leute da draußen. Wer ist denn noch dabei? Venturo, Bartolo und Sancho. Das hört sich doch schon besser an. Die Jungs sind nämlich ziemlich gut. Alles klar, wo soll ich hinkommen? Sammelpunkt ist vor dem oberen Stadttor. Gut, ich mache mich direkt auf den Weg. Ja, alles gut und schön, aber wo ist die verdammte Flinte? Wer kann mir da jetzt weiterhelfen? Eusebio ist da durch den Dschungel gerannt, wollte es den Molukken zeigen. Alles gut und schön, aber... Ja. Ich weiß noch mehr über diese Nacht. Ach ja? Dir ist doch hoffentlich klar, dass du dir so keine Freunde machst. Mich interessiert nur die Flinte. Also wirst du dir anhören, was ich zu sagen habe. Dann mach's wenigstens kurz. Du hast die Jungs an dem Abend mit Wein abgefüllt. Aber Martinez wollte nicht trinken, also hast du ihn auf die Jagd geschickt. Irgendwann ist Bartolo eingeschlafen. Eusebio war zwar betrunken, aber das war dir zu unsicher. Deshalb hast du ihm eingeredet, da wären Molukken im Tal. Alles gelogen! Halt's Maul und hör zu. Eusebio hat natürlich keine Molukken gefunden. Stattdessen ist er im Dschungel eingeschlafen. Und du warst allein mit dem schlafenden Bartolo und mit der Flinte. Für mich ist klar, du hast die Waffe. Oder weißt mehr, als du zugeben willst. Also, ist doch die entscheidende Frage, wenn ich dir jetzt aufs Maul haue, finde ich dann Bartolos Flinte bei dir? Ich glaube nicht, dass du das schaffen wirst, Junge. Aber wenn du es versuchen willst, nur zu! Pass auf, ich habe einen wichtigen Auftrag. Bartolo braucht seine Flinte. Gib sie mir und wir vergessen die Sache. Na schön, wegen mir.
Allerdings gibt's auch eine schlechte Nachricht. Das Ding ist kaputt. Was willst du noch? Du hast doch das Gewehr. Die Sache dürfte Kommandant Sebastiano interessieren. Nennst du das etwa Piratenehre? Steht das in eurem Kodex? Oder willst du Gold von mir erpressen? Eine gute Flasche Wein wäre angebracht. Ha! Du gefällst mir! Hier, ich schenke dir eine Flasche roten Wein. Nein, nein. Jetzt habe ich keine Zeit. 100 Goldmünzen für eine Flasche Rotwein. Egal, wir haben die Flinte. Vielleicht kann Webster die reparieren. Kannst du diese Flinte hier reparieren? Hey, das ist doch die Flinte von Bartolo. Da ist sie ja. Bekommst du sie wieder hin? Du willst wohl ein bisschen damit rumballern, wie? Nee, lass mal. Bartolos Flinte ist mir zu speziell. Keine Ahnung, was er damit angestellt hat. Sieht kompliziert aus. Das soll er mal schön selber machen. So viel zu seiner Hilfe. Und für eine Flasche. Das wäre ein Rotweinkrug, aber scheint wohl nicht. Dann gehen wir mal hoch zu Bartolo. Ja, ich habe mich jetzt schon ein bisschen gedanklich darauf eingestellt, dass ich Risen 3 nicht let's playen werde, weil die Aufrufzahlen ja, kein Interesse zeigen an dem Projekt. Deswegen dachte ich mir, dass ich vielleicht was anderes spielen werde danach. Es sei denn, das Interesse ist auf einmal da, aber das Stand jetzt sehe ich das Interesse halt nicht. Hier ist deine Flinte. Was? Das ist ja großartig, danke. Aber was ist das denn? Die ist doch... Sie ist ja kaputt. Warte mal. Das ist der... Der Schnapphebel schnappt nicht, weil der Plattenbogen verbogen ist. Kriege ich wieder hin. Da muss ich nur die Platte krümmen. Reparier's einfach. Gut, kein Problem. Was ist jetzt mit deiner Aufgabe? Jetzt geht's Crow an den Kragen. Also, sieh zu, dass deine Flinte einsatzbereit ist. Wir sammeln uns vor dem oberen Stadttor. Komm dahin. Natürlich. Ich gehe direkt los. Die Waffe repariere ich schnell unterwegs. Das ist kein Problem. Aha. Keine Erfahrungspunkte, nichts. Arschgeige, du. Ja, Klinge und Gerissenheit hatten wir zuletzt auf 6 gemacht. Den anderen Kram müssen wir halt mal schauen, ne? Und Degen. Auch kein Gold für ein paar Tricks, weil wir hier kein Gold für den Arschgeigen bekommen. So, wir müssen aber noch die anderen suchen. Und zwar, wenn wir jetzt mal als Quest schauen. Venturo Sancho. Venturo ist doch... War doch schon hier drin, oder nicht? Müssen wir doch eigentlich nur finden. Der müsste doch im Lager sein, oder nicht? Bin ich unten am Saufen? Oh nein, ey. Wird die geschwund, oder? Ich habe wirklich viel. Oh, schön für dich. Was hier bloß? Bla bla bla. Ist er doch. Ich stelle einen Trupp gegen Crow zusammen. Du bist dabei. Ich? Gegen Crow? Ja, das gefällt mir. Wo sammeln wir uns? Oben, vor dem Haupttor. Dort wartest du, bis ich alle zusammen habe. Von dort aus gehen wir dann los. Ei, ei. Wir sehen uns am Sammelpunkt. Wir sollten nicht zu lange warten. Sag den anderen Bescheid. Ja, fehlt nur noch Sancho. Hier, hast du noch eine Flasche. Danke. Tja. Blitzschnell rein. Im Endeffekt noch was lernen können wir jetzt so auch nicht mehr, weil wir einfach kein Gold haben. Reicht ja auch eigentlich mit dem, was wir jetzt haben. Vielleicht schlafen wir noch mal eine Runde. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Du brauchst mir gar nichts mehr zu sagen.
Sprinter abgezogen. Kannst froh sein, dass wir dich nicht verraten haben. Jetzt ist es schon wieder anstürmend. Sag mal, ist das denn normal hier mit dem Wetter? Unglaubliche Wetterfehler. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Ja, schön. Also versuch gar nicht erst zu klauen. Du merkst und was nichts. Was nicht, das interessiert mich ein Scheißdreck. Und mal Pisser. Nein. Können wir den Dings verraten? Stör mich jetzt. HD, können wir nicht. Hätte ich gerne noch gemacht, weil es ein Arschloch ist. Hätte es absolut nicht anders verdient. So. Ja, die sagen alle das Gleiche. Jetzt müsst ihr Sancho suchen, der läuft ja hier Patrouille. Irgendwo zwischen hier und dem vorderen Eingang läuft er rum. Die Frage ist, wo genau? Doch nicht Sancho, oder? Doch, ist er. Was machst du hier? Ich suche was zu essen. Nein, war nur ein Scherz. Wir haben Stimmen gehört und ich soll nachschauen, was los ist. Und? Da sind Piraten. Die sind jetzt in dieser Gruft. Ich glaube, die suchen Gold. Wie viele sind das? 3 verfluchte Halsabschneider. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehören sie zu Crows Mannschaft. Gehen wir rein und mischen sie auf. Pff, du vielleicht. Ich bin eher dafür, zurückzugehen und Meldung zu machen. Komm, wir schnappen uns die Typen. Vielleicht haben sie ja was zum Essen dabei. Oha, da könntest du recht haben. Bringen wir die Mistkerle zur Strecke. Kann man nur die ganze Zeit Steck fressen die Waffe wollen. Weg, wenn du keinen Ärger willst. Kluge Entscheidung. Halt die Schnauze und komm jetzt mit. Was ist dein Problem? Na dann. Idiot, ey. Komm, oh, ein bisschen schneller. Alter, ey. Das ist dein Ende! Ich schneide dich in Streifen! Ich mach dich fertig! Jetzt ist gut. Nichts zu holen. Nichts. Du bist so gut wie tot. Los doch! Ach, den Leichen haben wir quasi schon mal gekillt. Gut gemacht. Hier gibt's nichts aber zu holen. Egal, Ruhmpunkte. Das war gute Arbeit. Hatten die Kerle was Leckeres dabei? Ich hab nichts gefunden. Warte mal, ich glaube, ich rieche Käse. Ich brauche dich für einen Auftrag. Tut mir leid, ich kriege meine Befehle von Alcazar. Ich auch. Endlich Schluss mit der Patrouille, oder? Worum geht's denn bei deinem Auftrag? Wir legen uns mit Captain Crow an. Oha, da muss ich mich vorher noch stärken. Treffen wir uns in der Stadt? Habe ich noch Zeit, was zu essen? Der Treffpunkt ist vor dem nördlichen Stadttor. Aber iss nicht zu viel. Ich brauche dich hungrig und angriffslustig. Ja, schon gut. Ich werde dort sein. Okay, den haben wir dann auch da, den Nichtsnutz. Oh, hier waren wir ja schon mal drin. Wir können aber unsere Vorräte mal ein bisschen aufstocken. Ist für den Fight auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt haben wir 29 mal Proviant dabei. Sollte hinhauen. Sollte. Wir halten uns ja dann nachher wahrscheinlich mal schön bedeckt. Weil wir immer derjenige sind, der aufs Maul bekommt. Können wir sie auch gerne mal ein bisschen kämpfen lassen, oder? Ich denke, das ist eine gute Idee. So, auf zum Nordtor und dann ziehen wir los.
Ja, Ruhmpunkte-mäßig, ich weiß halt gar nicht, was wir als nächstes machen sollen. Vielleicht ein bisschen in Härte investieren, hatte ich, glaube ich, gesagt gehabt. Müssen wir mal gucken. Aber noch brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Da brauchen wir noch viel mehr Ruhmpunkte für. Und vor allem auch mal ein bisschen Gold, um die Fähigkeit ein bisschen hochzutreiben. Können wir loslegen? Nicht ohne Befehl von oben. Ich weiß, es nervt, aber so läuft's nun mal. Sebastiano, der Kommandant will unbedingt noch mit dir quatschen, bevor wir uns auf den Weg machen. Okay. Dann zeig mal, was du mir beibringen kannst. Klar, kein Problem. Nein. Wäre schon nice, aber wir haben einfach das Gold nicht. So. Sebastiano. Dann wollen wir mal zum Kommandanten gehen. Selbst die anderen nehmen ihn nicht ernst als Kommandanten. Kommandant? Da bist du ja. Sehr gut. Ich hörte, dass die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Ich hoffe, es gab keine Schwierigkeiten. Keine ernsthaften jedenfalls. Sehr gut. Dann befehle ich dir den Angriff auf den Erdtempel. Die Protektoren sollen deinem Befehl folgen. Viel Erfolg. Mhm. Alles gut. Ich habe noch mal ein paar Ruhmpunkte, aber nichts Nennenswertes. Ich glaube, bevor wir hier nicht diese Insel abgeschlossen haben, beziehungsweise das Piratenlager aufgemischt haben, den Tempel da, brauchen wir gar nicht zu gucken, was wir können und was nicht. Da fehlt uns einfach das Gold und vor allem auch die Ruhmpunkte. Das ist halt schon viel, was da noch. Und? Geht. Was sagt Sebastiano? Können wir endlich los? Auf geht's. Zum Tempel. Ja, yeah, wird auch Zeit. Geh du vor, wir folgen dir. Frag mich einfach, wenn du den Weg nicht mehr weißt. So, ich möchte natürlich Screenshot machen. Aber nochmal gucken, wie man nochmal das Overlay ausblendet. So. Dann kann Xtreme auch mal einen Screenshot machen. Sehr nice. So, auf zum Lager von Crow, beziehungsweise zum Tempel, zum Erdtempel. Ihr könnt ruhig hinterherkommen. Das ist halt auch mal nervig, wenn man auf seine Verfolger quasi agieren muss und warten muss, die einen folgen. Ja, mal gucken, wie wir das Ganze jetzt meistern werden. Mal sehen, wie das jetzt auch vom Schaden her laufen wird. Versuche mich ein bisschen im Hintergrund zu halten und mit der Muskete zu schießen. Weil das versuchen unsere Kameraden hier auch, weil die sind ja nun mal auch Musketenschützen. Schwierig, müssen wir mal gucken. Ich will nicht immer an vorderster Front stehen, aufs Maul bekommen. Lieber mal ein bisschen rumsnipern quasi, sofern es halt geht mit diesem Gewehr. Ich laufe gerade falsch. War die nächste links rein. Ja, wenn man die dabei hätte, könnte man natürlich die ganze Insel jetzt hier säubern. Ohne Probleme, die würden einem ja helfen, hier gegen jeden Feind zu bestehen. Aber wir haben nun mal auch ein Ziel und das wollen wir erfüllen. Deswegen machen wir uns auf den Weg zum Erdtempel. Es wabert hier irgendwie. Jungs, kommt, folgt mir. Wir werden es packen. Rücken.
Una Caraca? So, alle auf mich wieder. Wow, der ist voll aus der Map geflogen. Wem hast du es gezeigt? Wo ist der denn hingeflogen? What the fuck, was ist da los? Bin sofort bei dir. Gut so, der hat's verdient. Wegfliegen, ey. Doch, fuck, oder da nicht? Da ist er. Der Tempel der Erde. Ja, ich weiß. Lass uns hineingehen und die Sache ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Chill mal. Warte, Junge. Chill mal. Darf ich. Ich muss erstmal hier ein bisschen looten. Ich muss das Gold auch wieder gut. Bisschen Gold muss sein hier. Wenn ich die anderen Leichen jemals wiederfinden werde, die sind so weggebankt worden. Da vorne ist eine Leiche. Ich schon mal lieber. Einer ist irgendwie aber komplett aus der Karte geflogen. Der ist so weit weggeflogen. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ja, nice. Ein bisschen Gold ist immer gut. Dann wechseln wir mal eben den Ring. Ich darf ein bisschen holen. Muskete. Ah, wir nehmen mal den. Eine Schädeblüte. So, wir wollen jetzt aber auch nicht den langsamen Schleichweg gehen. Wollen natürlich den auf die Fresse Weg gehen. Den Gegnern aufs Maul hauen. Aber läuft bisher nicht mal so schlecht. Racker! Racker? Deine Racker oder was? Ja, nice. Diesmal sind sie auch nicht 1000 Kilometer weggeflogen. Gut, ich würde sagen, wir werden das jetzt hier mal angehen. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten, in 2 Tagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Zeigt das gerne mit dem Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Ich bin raus. Sag bis dahin. Ciao.